So, Lexi, du hast gerade ja unser gesamtes, hast du unser gesamtes Gespräch gesehen erstmal? Ja, leider. Wieso, lag ich, hatte ich irgendwo einen Fehler drin? Nee, habe ich jetzt keinen gesehen. Das ist halt das, was Nathan gerne macht. Er nimmt Sachen, reißt die aus dem Zusammenhang, haut die dann jemandem vom Kopf, aber bringt nicht den Gesamtkontext. Der nimmt sich immer so kurze Stücke. Ne, ich habe ja auch sein Geschlechtserklärvideo mir reingezogen, habe das ja bei mir auf dem Kanal besprochen. Das ist so unterirdisch. Ne, wie er anfängt erst mit biologischen Fakten und dann Sachen reinbringt, wie im Bereich der Sozialisierung, ob du jetzt Bock hast, mit einem Auto zu spielen oder ob du jetzt Bock hast, mit Puppen zu spielen, ob du jetzt eher wissenschaftlich begabt bist, ob du jetzt eher sozial begabt bist. Ne? Und vermischt diese Sachen zusammen und sagt dann, ja, wenn du eins von diesen ganzen Sachen rausnimmst und dann behauptest, diese Person ist keine Frau mehr, dann ist das transfeindlich. So, das sind aber zwei grundlegende Sachen, die auseinandergezogen werden müssen. Das Soziale und das Biologische. Ja, und da hatte ich ja zum Schluss dieses Beispiel, Tessa Ganserer. Ist keine Sie, Frau. ja, Und Biolo das kann ich dir auch ganz klar erklären und das würde ich auch einem Naitan so erklären, bloß der ist halt kognitiv zu beschränkt, das zu verstehen. Eine Tessa Ganserer hat keine Geschlechtsdysphorie. Und die Geschlechtsdysphorie ist ausschlaggebend dafür, ob du trans bist oder nicht. Woher weißt du das denn? Weil ich trans bin und an Geschlechtsdysphorie leide und Nee, das aber bei dort. Tessa Ganserer meine ich jetzt. Hat er das gesagt? Oder hat sie das gesagt, dass er keine. Sie benutzt gerne ihr Genital mit ihrer Frau. Okay, dann hast du keine Geschlechtsdysphorie. Wahrscheinlich nicht, ne? Also Geschlechtsdysphorie impliziert ja, dass du jegliches männliches Attribut an dir jetzt als Transfrau ablehnst, es hast und es loswerden möchtest. Wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe, ne, und mein Genital benutze, was mehr als alles andere schreit, dass ich ein Mann bin, habe ich dann wirklich Geschlechtsdysphorie? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Psychologe. Ich hatte mir grob angeguckt, dass, weil ich dachte, dass dieses Thema kommt, weil ich diesen Streit, gibt es zwei Geschlechter, das erinnert mich an so, wie viele Engel passen auf einen Stecknadelkopf. An so eine Diskussion erinnert mich das. An eine, da steht jetzt eine biologische Definition, aber wir haben hier irgendwelche konstruktivistischen Theorien, die das dekonstruieren wollen, aber es ist dann nur so halb oder gar nicht schaffen. Und dann versuchen wir jetzt jeden moralisch abzuwerten, der halt an der alten biologischen Definition festhält. Also so wirkt das auf mich von außen. Nee, das ist genauso. Genauso ist das. Nimm mal als Beispiel Finessi. Finessi, die eigentlich selbst betroffen ist, die das ganze Thema durchgemacht hat, haut so eine Schwurbel-Scheiße raus, wie von wegen, ja, wenn du dich als Frau definierst, dann bist du Frau, egal welches Genital du untenrum hast. Dann ist auch, bist du auch untenrum eine Frau. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Bloß um irgendwelche Leute zu unterstützen, die diese ganze Trans-Thematik nur aus monetären Gründen ausnutzen, um sich selbst Reichweite zu verschaffen, um noch mehr Leute in die Verwirrung zu stürzen, denen noch mehr Unsinn zu erzählen, um daraus wiederum Geld zu scheffeln. Ne? Anstatt wirklich über das Thema aufzuklären, was die Probleme sind, was die Gründe sind dafür, dass du eine Transition eingehst, welche Risiken durch die Behandlung stattfinden können. Ne, darüber wird halt nicht geklärt, aufgeklärt. Und das ist das große Problem und das ist das, was mich ankotzt und warum ich dann auch, wenn ich online gehe, meistens gerne über diese Pseudo-Wokis rede. Ja, wie gesagt, ich bin nicht so in dem Thema drin, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Bei Gott. Jetzt, ich bin durch die Debatte und die Reaktion heute auf Wagenknecht ein bisschen, deswegen reagiere ich auch normalerweise nicht so lang. Ja, aber beispielsweise bei Finessi. Da war ich letztens bei ihrem Chat, nachdem ich sie geradet hatte. Und sie da. Ich hab's mitbekommen. Ja, Das ist es ist auf lächerlich. jeden Fall zum Schluss darauf hinausgelaufen, dass sie rausgefunden hat, dass ich Wagenknecht gut finde. Und dann gemeint, ach, die ist total trans- und ausländerfeindlich. So, wo Ey, denn? das ist völliger Schwachsinn. Das ist genauso wie einer J.K. Rowling vorzuwerfen, dass sie transfeindlich ist. Das ist Quatsch. Weil was gerne vorgeworfen wird unter J.K. Rowling ist halt, dass sie sagt, ich unterstütze ein Frauenhaus, welches dazu da ist, Frauen aufzunehmen, biologische Frauen, um vor Männern zu schützen. Was ist jetzt, wenn dort sich eine Transfrau reinschummeln will, oder sagen wir mal Transfrau, ne, die ihr Genital hat und nur um da reinzukommen und frauennäher da zu sein? Diese Menschen gibt es leider.
Stimmt, jetzt weiß ich wieder, auf welchen Punkt ich vorhin raus wollte. Da sagen diese Aktivisten ja, das sind irrelevante Fälle, die kommen schon nicht vor. Ja, und das ist das Problem. Die Fälle sind nicht irrelevant. Ich habe ja mit Amaya versucht, auch so ein Gespräch zu führen. Und da wurde mir dann vorgeworfen, ja, das ist alles nur anekdotische Evidenz. Da gibt es keine wissenschaftlichen Fakten für und dergleichen. Ist ja klar, weil sich ja auch so viele Männer freiwillig dazu outen, nur kleine Creeps und Perverse zu sein, um das Trans-Thema auszunutzen, um Frauen näher zu kommen. Ja, weil da ja so viele Männer existieren, die genau dazu stehen würden. Ich hatte jüngst von einem Fall mitbekommen, wo in Deutschland jemand ins Gefängnis gekommen war, dann also ins Frauengefängnis als Transfrau. Der hatte auch sein männliches Geschlechtsteil noch und der hat dann wohl Geschlechtsverkehr mit Frauen gehabt, die sexuell belästigt und danach ist er ins Männergefängnis gekommen. Das weiß ich gerade nicht. Ich kenne das nur aus Filmen in Amerika, wo sogar noch die betroffenen Frauen schwanger geworden sind. Wie gesagt, ich hatte letztens von so einem, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, das war sogar in Deutschland. Und der war relativ jung. Da hatte ich diese Woche sogar einen Podcast, so einen Nachrichtenpodcast, wo das drin vorkam. Naja, auf jeden Fall, das läuft doch darauf hinaus, dass jeder jetzt sagt, ich bin eine Frau. Egal, wie ernst er es meint, dann musst du das anerkennen und dann bist du dann auch eine Frau. Das heißt, ein Bijan Tavazoli, der wäre letztes Jahr dann eine Frau gewesen, nach der Logik. Ja, genau das ist der springende Punkt. Das ist ja das, warum es auch so einen riesengroßen Shitstorm gegenüber Bijan gab. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, nein, Bijam hat sich dafür nicht wirklich entschuldigt. Der hat einfach nur eine Kehrtwende gemacht, weil er mitbekommen hat, dass er von den wirklich betroffenen Transfrauen einen riesengroßen Shitstorm bekommen hat. Ja, ich weiß nicht, ob er sich nur über diese Leute lustig machen wollte. Kann ich persönlich verstehen. Das Problem ist bloß, dass wenn du dich auf die Art und Weise über solche Leute lustig machst, du denen immer nur Munition gibst, um gegen dich zu feuern. Ja, aber das funktioniert nicht. Den Punkt von Bijan, den habe ich ja verstanden. Also das, was du gerade schon gesagt hattest, dass man einfach sagen kann, ich bin eine Frau und woher sollst du dann wissen, wer beispielsweise trollt? Also wer es definitiv nicht ernst meint. Also wenn er sich einen Bart wachsen lässt und dann sagt, ich habe einen weiblichen Penis und dann irgend so quasi ironisch irgendwelche Sachen von Judith Butler, mit der er sich ja auch persönlich verkauft hat oder vorträgt. Das ist dann nicht ganz, kannst du annehmen, aber er wollte ja diese Annahme quasi damit kritisieren. Also das war ja ziemlich offensichtlich. Ja, aber das war halt der falsche Weg, weil er im Prinzip den wirklich Betroffenen, die darunter ja auch leiden, durch die Art und Weise, wie der Wokismus das Transsein darstellt, damit mehr geschadet hat, als denen zu helfen. Das ist ja das Problem. Er hat ja da nicht irgendwie differenziert, dass es die Menschen gibt, die ja wirklich die Geschlechtsdysphorie haben, dass man diesen Menschen helfen muss, ne? Sondern es hat halt nur dieses große Trans-Thematik der Wokeness aufgegriffen und da gesagt, ja, hier kann sich ja jeder x-beliebige als Trans outen und wenn du das machst, dann bist du halt vollwertig biologisch Mann oder Frau und kannst dann dementsprechend als Frau eine andere Frau schwängern, beziehungsweise als Frau einen Mann schwängern und der Mann kann dann durch dich schwanger werden. Ja, und das geht dann halt absolut ins Absurde. Ja, und Bijan, der hat, ja genau, der wollte sich ja darüber lustig machen und der hat ja auch Freud und Judith Butler zitiert. Ich meine, Judith Butlers Ziel ist es ja, Geschlecht als soziale Kategorie komplett zu dekonstruieren. Also Geschlecht komplett irrelevant zu machen, das gibt's quasi nicht mehr. Das ist nur ein Unterdrückungsinstrument des Patriarchats. Das ganze Ding, das basiert ja alles auf der Theorie von John Money. Das habe ich ja auch angesprochen gehabt bei Amaya, wo sie ja mir komplett widersprochen hat. Nein, John Money ging es da nicht darum, um zu beweisen, dass der Mensch geschlechtslos ist. John Money ging es darum, um zu beweisen, dass ein Geschlecht vorgeschrieben ist. Ne? Will mir aber erklären, dass deine Prägung des Hirnes, ob du Mann oder Frau bist, innerhalb der ersten sechs Schwangerschaftswochen passieren. Kann nicht. Ne, jeder, der sich ein bisschen mit Biologie, mit Vermehrung und Fortpflanzung beschäftigt hat, weiß, dass eine männliche Zygote, also eine XY-Zygote und eine XX-Zygote, also eine weibliche Zygote, sich bis zur sechsten Schwangerschaftswoche komplett identisch entwickeln. Ne? So, und ab der sechsten Schwangerschaftswoche wird dann dieses Y-Gen aktiviert, wodurch dann der Testosteronausschub erhöht wird. Und der aktive Vermännlichungsprozess der Zygote stattfindet. Ne? Und in dem Bereich kann zum Beispiel bei einer Transfrau passieren, dass halt die Vermännlichung des Hirnes nicht stattfindet, du dadurch keine Testosteronabhängigkeit im Gehirn bekommst und deshalb dann mit, wenn du dann geboren bist und dann in die Geschlechtsreife kommst, dass sich dann halt dein Gehirn gegen dein Geschlecht stellt.
was dann halt für, dafür sorgt, dass du schwere Depressionen bekommst und dergleichen. Ne? Und ja, das ist halt biologisch bewiesen und Biologen sagen sogar, die warnen sogar, wir müssen solche betroffenen Menschen ernst nehmen und uns um die kümmern. Also das ist jetzt Geschlechtsdysphorie. Das ist Geschlechtsdysphorie. Ne? Und man muss natürlich auch klarstellen, dass da ja eine Frau genauso Testosteron produziert wie ein Mann, plus nicht in der gleichen Menge, kann dieser Prozess im Gehirn genauso bei einer Frau stattfinden. Wenn da jetzt dieser Entwicklungsfehler vorliegt, ne, und das Hirn jetzt doch eine Testosteronabhängigkeit bekommt, ne, dann ist klar, dass die Frau während der Geschlechtsreife auch mitkriegt, da ist was falsch an mir und dann halt sich die Geschlechtsdysphorie ausprägt. Ne? Das kann in beiden Fällen passieren und das wissen Biologen, das wissen Mediziner und deshalb nehmen die das ernst. Wie häufig kommt das denn ungefähr vor? Ja, die Häufigkeit kann ich dir nicht sagen. Das ist halt ein Entwicklungsfehler. Das ist halt, der Entwicklungsfehler ist relativ kleiner als bei direkt den Intersexuellen, so wie wir sie bezeichnen. In der Biologie werden sogar alle Menschen, die diesen Entwicklungsfehler haben, ne, im Prinzip, wo irgendwelche Eigenarten an ihrem Körper sind, die sich jetzt halt nicht entsprechend ihres Geschlechtes entwickelt haben, eigentlich als Intersex-Person bezeichnet. Das ist ja der Witz an der Sache. Bereits schon, wenn deine Hirnstruktur anders ist durch die Geschlechtsdysphorie, wirst du in lauter Biologie schon als Intersex-Person bezeichnet. Weil in der Biologie gibt es Mann, gibt es Frau und Intersex-Person. Also die Personen, die halt nicht dem eigentlichen Geschlecht zuzuordnen sind durch irgendeine Entwicklungsstörung, die stattfindet. So, die Entwicklungsstörung kann halt von ganz kleinen, sozusagen, dass es sich nur aufs Hirn bezieht, stattfinden, bis hin so, dass auch mehrere Sachen ausgeprägt werden, also weibliche und männliche Geschlechtsorgane in unterschiedlicher Art und Weise. Na? Wie gesagt, ich hatte mich über dieses Thema wie gesagt schon ein bisschen informiert, weil ich schon vermutet hatte, dass das drankommen würde. Da war ich auf so Zahlen, wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich kann mich auch irren, so bei, wo ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Das war so wirklich im 1 zu mehreren Zehntausender Bereich. Ja, es gibt nicht viele Transpersonen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Es gibt nicht viele. So, und die Behauptung aufzustellen, dass jetzt durch die gegebene Reichweite, die gegebene Sichtbarkeit, jetzt auf einmal so viele Leute ans Licht gekommen sind, die jetzt doch trans sind. Das ist Quatsch, das hat damit rein gar nichts zu tun. Ne? Weiß natürlich man das oder ist das oder braucht man da mehr Forschung? Ich würde mir da mehr Forschung wünschen, und um da wirklich auszukristallisieren, wer von den Leuten da wirklich Geschlechtsdysphorie hat. Ne? Um einfach das klarzustellen, dass es halt nicht so ist. Aber das Problem ist ja an der Sache, dass die Wokies Biologie, Wissenschaft und Forschung, die wirklich explizit darauf sind, ablehnen. Die wollen das nicht. Ne, weil das beweisen würde, dass diese Transpersonen, die halt drüber sprechen, die halt genau das sagen, dass das den Leuten dann widerspricht. Also mir zuspricht und den Wokies widerspricht. Ich glaube, ja. Wir kommen nochmal auf diese Ideologie zu sprechen. Du hast eben John Money erwähnt. Wer war das denn? John Money war ein, jetzt lass mich lügen, Sexualtherapeut, Forscher oder... Er war Mitarbeiter beim Kinsey-Institut. Also das kann ich, glaube ich, sagen. Alfred Kinsey hat in den USA ein Institut gegründet. Das wollte zuerst nur beweisen, dass Kinder von Geburt an sexuelle Wesen seien. Wurden auch ziemlich komische Versuche durchgeführt. Ja, und Money war dann im weiteren Verlauf ein Mitarbeiter an diesem Institut. Diese Forschung von Kinsey, die wurde dann anfangs von der Rockefeller Foundation finanziert. Genau. Also das ist das Fahrwasser, wo wir uns da bewegen. So, und das Ding ist halt, dass John Money beweisen wollte, dass halt die Kinder nicht nur sexuelle Wesen sind, sondern da ging es eher bei der Forschung darum, zu beweisen, dass das ein Kind kein vorgeschriebenes Geschlecht hat. Ne? Durch Zufall ist er an ein Zwillingspärchen, also Zwillingskinder rangekommen, wo bei dem einen Kind versehentlich die Beschneidung fehlgeliefen ist. Wo ich mich frage, wenn ich jetzt zwei Kinder habe und zwei Kinder beschneide, wieso klappt das bei dem anderen und bei dem einen nicht? Warum ist da seltsamerweise passiert? Egal. Es sind halt nur Fragen, die ich mir dann stelle. Wo dann das Kind, was bei der Beschneidung einen Fehler, also wo ein Fehler passiert ist, das wurde dann halt, hat eine Neovagina damals bekommen, ne, so auf den damaligen Stand, und wurde dann versucht, als Mädchen großzuziehen.
Ja, und das Mädchen ist halt groß geworden und wird noch geschlechtsreifer. Hat dann das Mädchen gesagt, nein, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Wurde daraufhin noch versucht zu therapieren und dergleichen. Und schlussendlich, ganz zum Schluss, ist das Experiment so geendet, dass das die Person sich selbst das Leben genommen hat. Na, ja, aber ja, also das Mädchen, das muss man, glaube ich, dazu sagen, das wusste nicht, dass es kein Mädchen war, sondern seine Mutter hat ihm das erst erzählt, als es in der Pubertät dann Depressionen bekam und nicht wusste, was mit ihm los war. Genau. Und danach hat das ja ziemlich schnell dann die Detransition begonnen und dann im Erwachsenenalter hat er sich schließlich irgendwann umgebracht. Und ja, das Geschwisterkind auch, also das, was eigentlich normal, also Anführungszeichen normal, großgezogen wurde. Ich wollte mich jetzt eigentlich mehr so auf den eigentlichen Fall beziehen, diese eigentliche Person, weil das ist halt das Wichtige. Ne? Ihr wurde von klein auf gesagt, halt, du bist ein Mädchen, dann wurde halt versucht mit Gegengeschlecht, mit der Hormontherapie noch einzusteuern und zu zeigen, ohne dass sie es wusste, halt, dass sie Mädchen ist, wurde ihr von John Money bei regelmäßigen Sitzungen gesagt, sie sei ein Mädchen. Ne? Aber es hat im Endeffekt nicht bewiesen, dass ein Kind geschlechtslos ist, wie es dann John Money behauptet hat und wie es eine Judith Butler aufgegriffen hat. Das ist ja der Witzige, weil diese ganze geschlechtslose identitäre Politik basiert auf den beiden, ne? Auf John Money und Judith Butler, die das gesamte Geschlechtersystem aufbrechen und zerstören wollen. So, und dummerweise hat dann schlussendlich halt dieses Mädchen, diese Person, dieser Junge im Endeffekt, wie es original war, sich selbst das Leben genommen. Weil sie halt mit dem Leidensdruck nicht klarkam. Der John Money hat im Prinzip bewiesen, dass künstlich eine Geschlechtsdysphorie geschaffen werden kann. Weil das, was das Mädchen erlebt hat, war der Inbegriff der Geschlechtsdysphorie. Na, das wurde auch halt von ernsthaften Biologen als Beispiel dann mit Trans genommen, um zu sagen, das war eine ekelhafte Aktion, aber es hat uns halt unter anderem bewiesen, dass es Geschlechtsdysphorie existiert. Ja, aber John Money hat seinen eigenen Versuch ja anders interpretiert. Er hat ja gesagt, er hat wohl den Einfluss des körperlich produzierten Testosterons unterschätzt und deswegen zum Einsatz von Hormonblockern geraten. Ja, es lief ja trotzdem darauf hinaus, dass das Kind ja nur durch äußere Einflüsse zur Frau gemacht werden kann. Dass es da keine innerlichen Strukturen gibt, die dir vorschreiben, ob du Mann oder Frau bist. Ne, und in dem Fall geht es ja um das Hirn. Ne, wenn das Hirn halt diesen Entwicklungsfehler nicht aufweist, ne, und dann halt du einen männlichen Körper zur Frau machst, ist das Hirn halt vermännlicht. Und das sagt dann halt in der Pubertät, also in der Geschlechtsreife dann, das ist alles falsch. Ne? Ja, aber wie gesagt, John Mannys Schlussfolgerung war ja dann zu sagen, wir hätten früher Hormonblocker einsetzen müssen. Ja, was bringt der frühe Hormonblocker, wenn du das Hauptorgan bereits schon entfernt hattest, was für die Testosteronerzeugung weg war? Das ist halt Quatsch. Eine Frau hat auch in ihrem Körper Testosteron. Also das war einfach nur ein Argument, um zu versuchen, da sein eigenes Experiment gut zu beheißen und seine Erkenntnisse für sich als richtig dastehen zu lassen. Ja. Wie gesagt, das ist ein Fall, auf den stößt man immer wieder. Ging es wirklich damit los oder gab es schon vorher Ideen, die in so eine ähnliche Richtung gingen? Da gibt es viele, viele, also ich kenne jetzt keine einzelnen Namen, aber es gibt ja viele, die aus Richtung Amerika kamen, die auch gerne so propagiert haben, dass Kinder halt sexuelle Wesen sind und dass ja man auch mit denen Sex haben sollte, dass diese pädophilen Gedanken und dergleichen. Und die sind ja leider selbst heutzutage noch weit verbreitet. Der letzte große bekannte Fall, wo jemand versucht hat, öffentlich öffentlich was zu tun, war die Thematik mit dem LGBTQ-Kindergarten in Berlin, wo halt der eine Vorstand oder das eine Vorstandsmitglied halt das Buch Die Liebe zum Kind geschrieben hat, wo er direkt über die Pädophilie und dergleichen schreibt, der dann auch später aus dem gesamten Kindergarten ausgeschlossen wurde. Wahrscheinlich wegen dem Shitstorm, was dabei aufgekommen ist. Ich sehe das, ich selbst als Transperson sehe das sehr, sehr kritisch, Kinder in einem frühen Alter zu sexualisieren, denen Sachen beizubringen, die gar nicht verstehen können. Wenn meine, jetzt als Beispiel, wenn meine Tochter zu mir kommt
und sagt, hier, da küssen sich zwei Männer, da sage ich, ja, das ist nun mal, die haben sich lieb, deshalb küssen die sich. Ja, das Gleiche ist, wenn die jetzt zwei Mädchen sieht oder dergleichen, oder sie fragt hier, wie schaut denn das aus, warum will denn der junge Mädchen sein? Ne? Dann versuche ich das halt kindgerecht der Kleinen zu erklären. Ja, da ist halt was im Kopf anders als bei dir oder bei anderen Leuten. Ne? Und da gibt es halt ein großes Problem. Das Mädchen hat ganz, ganz schwere Probleme damit, ganz, ganz große emotionale Probleme. Und deshalb versucht das Mädchen, die Probleme zu lösen, um damit dann glücklich zu werden. Ich versuche das halt kindgerecht zu erklären. Meine Tochter ist jetzt mittlerweile 11 Jahre. Sie versteht immer mehr, dass das Ding ist bloß, du musst es trotzdem versuchen, in einer kindgerechten Sprache dem Kind zu erklären, dass es halt nicht überfordert ist. Ne, es ist so eine, genauso wie die ganze Thematik, was Pronomen angeht. Ne? Das ist ja auch so ein vorgehaltenes Argument von den Wokies, dass wenn du dich nicht mit dem Pronomen auseinandersetzt, dass du transfeindlich bist. Das ist völliger Schwachsinn. Wann brauchen wir Pronomen? Wir brauchen Pronomen, wenn wir über irgendjemanden reden, der nicht da ist. Ne, oder allgemein über jemanden reden. Ja, und ihn nicht direkt ansprechen. Wenn ich in ein Gespräch mit jemand gehe, dann spreche ich ihn doch direkt an, oder nicht? Ja, dann sag ich du. Ja, zum Beispiel. Ja, oder du kennst einen Namen, dann nennst du ihn halt beim Namen. Ja, und das ist halt so der springende Punkt, den diese Menschen halt nicht einsehen wollen. Pronomen sind vollkommen scheißegal. Mir kann das doch vollkommen egal sein, wie irgendwie eine Hanswurst hinter meinem Rücken über mich redet. Was soll mich das interessieren? Ne, wer sich über so einen Kinderkram aufregt, hat es denn nicht mal im Kopf? Ja, das hat Neitan ja auch gesagt in unserem Gespräch. Also, was würdest du sagen, wenn ich dich Friederik nenne? Finde ich besser, als wenn du mich Rechtspopulist nennst. Also. Ich hatte dir vor uns reingeschrieben, wo es halt um Kuchen-TV ging, weil er ja nicht über Kuchen reden wollte. Hättest du mal fragen müssen, warum ich bei ihm gebannt bin als Transfrau, die seiner Meinung widerspricht. Ja, stimmt, das hätte ich, also nach einzelnen Leuten, die im Chat, obwohl, kann ja sein, dass du nervig gewesen bist. Ich banne auch Leute, die... Ich war noch nie bei Neitan auf dem Kanal. Okay, ist eine Leistung dann. Aber pass auf, ich habe Neitans Kanal durch Imp kennengelernt. Ich war bei Imp beim Gespräch. Wir haben da einen ganz angenehmen Talk miteinander gehabt und da sind wir mal so durchgegangen, wo wir überall gebannt sind. Und da haben wir mal durchgeguckt und da hat Imp Neitan erwähnt. Ich habe Neitan angegeben, direkt gebannt gewesen schon, ohne dass ich jemals bei dem auf dem Kanal war. Ich kannte den Vogel noch nicht mal. Es ist genauso wie, ich bin auch bei einem Harkon gebannt. Ich wollte mir schon mal die Zeit nehmen und einfach mal komplett Twitch durchgehen und mir notieren, wo ich überall gebannt bin. Ja, das ist spannend. Also ich wollte ja, wie gesagt, andere Fälle, das mit Outlaw, der misgendert wurde. Nee, Panda hat da misgendert. Weil das sind ja, das waren ja, als ich mit denen gesprochen habe, zwei Männer, eine Frau. Und ja, das habe ich dann noch spaßeshalber kurz reingebracht. Aber wollte ja jetzt hier kein moralisches Gericht über Neitan bringen, sondern ich wollte einfach fragen, wie seine Meinung zu Cancel Culture ist. Wenn wir denn den wichtigsten Fall hier auf Twitch haben, der überall groß diskutiert wurde. Ja. Darüber rede ich nicht. Dann wird mein Kanal gesperrt. Und da wollte ich gerade im Prinzip mit dem Beispiel mit mir raus, drauf hinaus. Wenn du halt Beispiele hast, die dir komplett widersprechen und die dich argumentativ zerlegen, wie jetzt zum Beispiel ich in Bezug auf die ganze Trans-Thematik, wo ich dann halt klar sage, wir müssen Biologie und soziales Geschlecht voneinander trennen, das hat beide gar nichts miteinander zu tun. Es ist wichtig, eine Transfrau auch als Transfrau anzusprechen, wenn du ihr gegenüber sprichst, sitzt. Ne? Das heißt auch nicht, dass du biologische Frau bist. Da stehe ich ja als eigenes Beispiel davor und sage, nein, es ist nicht so. Ne? Und solche Leute, die du halt argumentativ nicht auseinandernehmen kannst, die du halt nicht zerstören kannst damit, mit diesem Scheiß, wo du dich selbst lächerlich machen würdest, die werden halt konsequent aus dem Diskurs rausgenommen, mundtot gemacht und gestummt. Deshalb werden Personen wie ich gar nicht erst angesprochen. Als Beispiel, die gute Lucy, wo Neitan und Seth sich so zerfetzt haben. Rat mal, von wem Lucy ihre Information über das Transsein hat. Von dir? Genau so ist es. Ich habe mit ihr, ich kenne sie seit knapp angefangen, seitdem sie auf Twitch angefangen habe. Ich habe sie durch Zufall gesehen, bin dann reingekommen, habe dann mit ihr so ein paar Gespräche geführt, auch privat. Ne? Und habe ihr so einiges erklärt, was Trans angeht. Ne? Weil sie hat es halt interessiert.
So, jetzt ist das natürlich nicht toll, weil wenn jetzt die Person einen medizinischen Hintergrund hat, mit einer Transperson redet und die beide auf einen Nenner kommen. Das ist natürlich scheiße. Ja, deshalb kann man zum Beispiel gegen mich nicht schießen, weil ich könnte mich ja auf Twitch direkt wehren. Eine Lucy als Transfeind zu bezeichnen, das geht ganz einfach, das geht ganz schnell. Ne, weil es gibt ja viele böse, misogyne Frauen, die ja Transfeinde sind, nennen sich ja TERF. Ne, das Feindbild haben sie reingebracht. Mittlerweile bin ich ja auch ein rechter Token, weil ich ja rechte Talking Points für rechte Talking Points hergezogen werde. Ne, das ist genauso wie eine Persia X eine ganz böse rechter Token ist und dergleichen. Ne? Und auch über Persia X wird nur deshalb geschrieben, weil Persia X geredet, weil Persia X halt nicht auf Twitch ist. Ne, die kann sich halt nicht wehren. Und das ist der springende Punkt. Du greifst nur Leute an, die sich nicht wehren können. Und dadurch fühlen sie sich dann stark. Würdest du in einen Talk mit Neitern oder einem aus dieser Bubble gehen? Ich war mit Amaya im Talk, natürlich würde ich mit jemand von denen in den Talk reingehen, aber ich bettel garantiert nicht bei denen nach dem Gespräch. Also so viel Würde habe ich, dass ich sage, ich bettel nicht bei diesen Idioten, die so viel Scheiß erzählen, nach dem Was heißt Gespräch. betteln? Also, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, wie ich Neitern ein Gespräch angeboten habe. Ich habe ihn zuerst Nee, öffentlich auf. das bezog sich jetzt nicht auf dich. Nee, das war nämlich lustig. Das war kein Betteln. Also ich habe öffentlich auf Twitter gefragt, weil mir schon klar war, dass Neitan auf ein Gesprächsangebot nicht antworten wird wie ein normaler Mensch. Dachte ich, okay, das mache ich mal nicht privat, das mache ich jetzt mal öffentlich. Habe ich gefragt, hey Neitan, hast du Lust auf ein Gespräch? Dann hat er darauf 2 Tage nicht geantwortet, war auch auf Twitter. Vielleicht hat er es nicht gesehen, habe ich gedacht, schreibe ich es in seinem Chat. Hey Neitan, hast du Lust auf ein Gespräch? Hat Tilted Floste versucht, mich in die Nähe der AfD zu rücken, das ist genau das Gleiche zu machen, was Neitan eben im Gespräch gemacht hat. Ja, aber du bist Und ein Bisskack, weil ich bezüglich Höcke seine strategische Haltung in seiner eigenen Partei bewertet habe. Ja, das ist halt so eine Sache, die Leute nicht verstehen. Das ist genauso, wie sie nicht verstehen, dass wenn du eine AfD, egal welche Personen da drin sind, und da gibt es ein paar sehr schwierige Personen, die in der AfD drin sind, wenn du die AfD nur aufgrund dieser Personen anfängst zu verbieten, dann schaffst du dort eine Möglichkeit, um jegliche Meinung zu verbieten, die nicht dem Diskurs, also dem Mainstream entspricht. Ne, diese gigantische politische Auswirkung, die das Ganze haben kann, die Weitsicht haben diese Menschen nicht. Und das ist das Traurige. Nee, aber das meinte ich gar nicht. Also ich habe ja Nee, bezüglich aber das strategisch ist. klug nicht gemeint, ich finde Höcke aus meiner Sicht das, was ich will, das verwirklicht er. Nein, ich habe gemeint aus seiner eigenen ideologischen Sicht, aus Höckes eigener ideologischer Sicht, wie auch immer man die finden mag, wird er strategisch klug. Das Ja, meinte ich damit. Es ist so, ja. wenn Alles ich sage, gut. irgendein verrückter Diktator von mir aus, der agiert Ja. gerade strategisch klug, dann heißt das nicht, dass ich diesen verrückten Diktator mag, sondern dass ich jetzt sehe, dass er seine Ziele, so wie er sie sich gesetzt hat, umsetzt. Also wenn er diesen Leuten Machiavelli zum Lesen geben würde, die würden, glaube ich, einen halben Herzinfarkt kriegen, weil sie es Nee, nicht das habe verstehen. ich schon verstanden. Mir ging es halt bloß darum, dass diese Menschen ja dann, bloß weil da Personen drin sind, die sie jetzt als explizit böse definieren, ne, dass sie dann halt eine gesamtdemokratische Partei verbieten wollen und halt selber nicht die Weitsicht hat, was das für Konsequenzen haben könnte. Ne, darauf wollte ich hinaus. Ne, dass die allgemein Politik scheinbar nicht verstehen. Brauchen wir doch nicht drüber reden. Ne, Karl, der sich selber lustig macht, indem er sagt, er wäre für den Kampf gegen rechts geboren. 10 Minuten früher aber noch sagt, dass er so privilegiert genug war, um nach Irland zu fliehen. Ne? Oder Aufruf zum Wahlbetrug, ne? Weil das ja ein sehr demokratischer Weg ist. Ne? Dazu sind wir gar nicht Oder mehr gekommen. ja, es Nee, ist. Neitan hat sich ja nie dafür ausgesprochen, dass jemand gecancelt wird. Also er hat ja nie gesagt, ja, finde ich jetzt gut, dass der nicht streamen darf. Bei Outlaw, da habe ich auch gefragt, sollte man nicht mit dem reden? Und er so, ja, natürlich sollte man mit ihm reden, aber man sollte ihm widersprechen, habe ich andauernd. Ich habe halt nur nicht bei den Punkten widersprochen, wo du halt auf irgendwelche komischen Opfergruppen zu instrumentalisieren versuchst. Also jetzt vor allem Frauen, denn Outdoor ist für konservative Frauenrollen. Das ist natürlich faschistisch, wie wir eben gelernt haben. Ja, stell dir vor, viele Transpersonen sind sogar für klassische Frauenrollen. Weil, um die Geschlechtsdysphorie zu bekämpfen, versuchst du halt ja nicht nur deinen Körper abzuändern, so dass du damit selber kommst und die Dysphorie zu bekämpfen, sondern du versuchst auch halt dieses feminine Bild darzustellen. Ja, Ne? ja. Jetzt mal kurz
Vielen Dank, Mr. Nice Guy, dass du mich geradet hast. Kannst ruhig weiterreden jetzt. Ja, nee, das war schon im Prinzip. Achso, wollte ich nur mal kurz einwerfen, bevor ich das jetzt vergesse. Wollte jetzt nicht so unhöflich sein, mich für den Raid nicht zu bedanken. Bedanken für den Raid ist richtig und wichtig. Ja, ja. Deshalb mache ich auch ganz, bin ich auch immer ganz böse bei mir zu meinem Chat, weil wir machen uns ja allgemein über das ganze, dieses ganze Schneeflocken-Gab und da Wookies lustig. Und bei mir im Chat ist das so, zum Beispiel, ich nenne bei meinen Chats immer miese Schweine, alles Arschlöcher, es sind meine Trottel, ne, und dergleichen. Das ist so ein scherzhaftes Hin und Her. Ne? Ich beleidige die beleidigen mich, wir lachen alle drüber und haben unseren Spaß, ne, weil wir das ganze Twitch-Universum, so wie es ist, besonders so wie die Wookies rüberkommen, einfach nicht ernst nehmen. Deshalb lache ich darüber, wenn mich jemand als rechter Token oder dergleichen bezeichnet. Oder wenn mich eine Lilly Show, die keinerlei Ahnung von Kindern hat, als schlechte Mutter bezeichnet, wo ich bloß, weil ich sage, dass meine Tochter so lange wie möglich Kind bleiben soll. Das ist schon krass, dass sie da aufs Privatleben geht. Ja, sie hat halt ihren Monolog gehalten, von wegen, ja, du musst Kinder ganz früh aufklären, sexualisieren, damit die alle unbedingt wissen, was schwul, lesbisch, trans und was weiß ich nicht ist. Und da sage ich, nein, musst du nicht. Ein Kind kommt an, wenn es eine Frage hat. Und dann versuchst du dem Kind die Frage ganz einfach zu erklären, dass das Kind es versteht. Vor allem in der Grundschule, da lernen Kinder das ja eh standardmäßig in der vierten Klasse. Ich glaube nochmal, also vierte und fünfte Klasse, je nachdem, wo du bist. Bei uns ist es, glaube ich, fünfte, sechste Klasse. In Biologie kommt das vor. Wir hatten es schon in der vierten, also ist ja dann egal. Ja, mein ein Jahr kommt jetzt, glaube ich, nicht an. Ja, das ist auch vollkommen Wurst. Nein. Ja, aber das Problem ist halt, dass diese Wokies, dass die halt absolut nicht diskursfähig sind. Die können keine gegenteilige Meinung ab. Die verstehen ja auch nicht, was eigentlich der eigentliche Diskurs ist, ne? Dass wir uns unterhalten, um uns beide weiterzuentwickeln. Beide was aus dem Gespräch mitzunehmen. Ja, oder halt um Argumente auszutauschen, damit die Zuschauer entscheiden können, was sie, also es gibt ja wirklich Leute, wenn ich mit denen diskutiere, vor allem bei Themen, wo ich eine sehr gefestigte Meinung habe, dass ich wahrscheinlich nicht von denen überzeugt werde. Also ja, wenn jetzt das ist ja per se gar nicht das Problem. Du gehst doch trotzdem nicht in erster Linie dort rein, um zu gewinnen, sondern so einen Meinungsaustausch stattfinden zu lassen. Und sollten da valide Punkte sein, die dich dann überzeugen, nimmst du dir das an? Wie gesagt, kommt aufs Thema an bei mir. Also das kommt wirklich aufs Thema an. Also wie gesagt, bei diesem Trans-Thema, wenn Naltan da jetzt gesagt hatte, nein, das ist, ich habe hier die neueste biologische Erkenntnis, alles, was man die letzten 5000 Jahre immer geglaubt hat, ist komplett falsch. Ich kann das hier gut herleiten. Okay, aber zu sagen, alles, was jetzt meiner Ideologie widerspricht, ich meine, in den Grundzügen hatte ich mich auseinandergesetzt, das ist einfach transfeindlich und damit ist die Diskussion zu Ende. Das ist kein Argument. Ja, es ist richtig. Das ist eine moralische Abwertung. Genau das war ja mein Kritikpunkt, dass die Walkies diese Welt in Gut und Böse teilen und jeder, der böse ist, der darf gecancelt werden, den darf man beispielsweise die Grundrechte entziehen, wie bei Höcke. Also da habe ich ja gesagt, ey, nein, ein demokratischer Rechtsstaat darf Leuten nicht einfach so ihre Grundrechte wegnehmen. Das ist ein faschistisches Staatsverständnis. Ja, das, was die auch nicht verstehen, ist, dass die Begriffe rechts und links ja eigentlich gar nicht so hergeleitet sind, wie sie sich das herleiten. Original bedeutet ja nichts anderes, als rechts und links, dass du auf der einen Seite die Royalisten hattest und auf der anderen Seite die Demokraten. Ne? So, und wer befindet sich da überall in den Demokraten unserer heutigen Rechten und Linken, die wir als rechts und links bezeichnen? Ne? Demokratie besteht halt nicht nur aus links. Demokratie besteht nun mal aus links und rechts und das sind zwei Seiten derselben Medaille. So, und ich sage immer wieder, der Diskurs ist das, was uns im Endeffekt nach vorne bringt. Den Mittelweg zwischen beiden zu finden, der jedem gut tut. Ne, und der nicht nur eine Seite bevorteilt. Weil das kann nicht funktionieren. Das ist genauso wie meine Grundaussage, rechts und links ist okay, das Extremistische und das Radikale ist das, was den Diskurs und die Politik im Prinzip zerstört. So pauschal würde ich das nicht mal sagen. Also was ist Extremismus? Es gibt ja für, oder radikal, also
Das ist wahrscheinlich radikal zu sagen, ich bin dafür, dass der Kapitalismus abgeschafft wird. Sollte man Leute, die jetzt Kapitalismus abschaffen wollen, aus dem Diskurs ausschließen? Nein, man sollte mit ihnen sachlich diskutieren. Also ich beziehe mich bei dem Begriff auf Radikalismus und Extremismus dann eher so Richtung handfeste Tatsachen, wo dann Leute angegriffen werden, bloß weil du dem widersprichst, weil du eine gegenteilige Meinung hast. Ja. Solange sich das Ganze nur auf den Diskurs beschränkt, ne, und du trotzdem noch in der Lage bist, mit jemandem drüber zu reden, dann ist das alles kein Thema. Ne, das sind ja Methoden. Und das ist das Interessante. Also diese, was du gerade als Extremismus betitelst, wenn du jetzt so einen aufschaukelnden Diskurs hast und die Walkies wirklich es schaffen, andere Leute vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, von Stiftungen canceln zu lassen, also das ist ja ein Thema, da konnten Leitern und ich leider gar nicht mehr drauf eingehen, weil er das Gespräch beendet hat. Ich meine, die Amadeo-Antonio-Stiftung, die er ja für so wichtig für unsere Demokratie hält. Ja, dass Leute in die Nähe von Antisemitismus oder Rechtsradikalismus gedrückt werden, nur weil sie in der Friedensbewegung aktiv sind, das ist ein wichtiger Dienst für unsere Demokratie. Sarah Wagenknecht ist ja auch böse transfeindlich. Ja, das auch. Nein, aber diese Radikalisierung des Diskurses, wenn die Walkies das nicht mehr anerkennen, dann führt das über kurz oder lang dazu, dass andere politische Lager, wenn die Walkies wirklich es schaffen, mit diesen Methoden durchzukommen, das auch nicht mehr anerkennen. Also die Anerkennung demokratischer Standards beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn eine Seite sie nicht mehr anerkennt, dann wird die andere Seite das auf Dauer auch nicht mehr machen. Das ist richtig. Also deswegen, Extremismus ist immer etwas Relatives. Also es gibt ja dieses Toleranzparadoxon, was viele so interpretieren, ja, es gibt die Toleranten und es gibt die Intoleranten und wenn Demokratie bestehen soll, dann müssen die Toleranten einfach die Intoleranten unterdrücken. Also das macht ja keinen Sinn. Genau. Das ist dann diese Interpretation, die einem so von so Liberalen häufig entgegengeschleudert wird. Ja, es gibt ja Linksextreme und Rechtsextreme und wir sind in der Mitte und wenn wir einfach diese Extreme unterdrücken, dann eine tolerante Demokratie. Nee, dann seid ihr auch intolerant. Also das ist ja ein Paradoxon. Das lässt sich nicht auflösen. Da lässt sich nur verhandeln, wie viel Toleranz geben wir dem anderen. Und meine Meinung ist das halt, dass wir einen Grundkonsens finden sollten, keine körperliche Gewalt, kein Ausschluss aus dem Diskurs, also nicht diffamieren als Antisemit, Transfeind, Rechtsradikaler, Reichsbürger, was da auch immer kommt. Also es wird ja immer absurder teilweise. Das ist halt das, was ich als den extremen oder radikalen Flügel bezeichne, halt diese Gewalt, ne? Sei es körperlich oder verbaler Natur. Ja, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als verbale Gewalt gegen dich, wenn sie dich als irgendwas Böses hinstellen, dich als Böses frame oder dich versuchen zu denunzieren, um dich halt diskursunfähig zu machen. Das ist für mich verbale Gewalt. Und die Menschen, die halt diese Art von verbaler Gewalt benutzen, sind für mich nicht besser als die Leute, physische Gewalt benutzen, wie zum Beispiel Lina E., die aufgrund ihrer Einstellung meint, anderen Leuten den Kopf mit einem Hammer einzuschlagen. Wie gesagt, die dann halt von Personen wie zum Beispiel eine Shorioka oder einen Dekadenz hochgelobt werden als Supermenschen, die für die linke Sachen kämpfen. Ja, genau. Dieses Grundproblem ist schon diese Moralisierung. Also dieses Rechtspopulist von Neiter, das war ja kein sachliches Argument, sondern ich habe ja gefragt, was folgt daraus? Ja, gar nichts. Du bist einfach ein Rechtspopulist. Ja, da folgt daraus, dass ich moralisch abzulehnen sei, dass ich als Feind markiert werde. Also stell dich jetzt nicht dumm. Also das heißt, du bist böse, du bist ein Rechtspopulist. Also ist so nichts anderes. Und das noch irgendwie so zweckzurationalisieren, das ist irgendwie absurd. Das Problem ist, wie gesagt, diese Moralisierung. Du sagst einfach, der Gegner ist moralisch böse. Der hat nicht andere Interessen, sondern der ist moralisch böse. Du könntest doch sagen, also über Interessen kannst du verhandeln, über Moral nicht. Wenn der andere die falsche Moral hat, dann muss er weg, über kurz oder lang. Ja. Deswegen. Ich sag ja, das ist ja dieses Politikverständnis von Carl Schmitt. Also Carl Schmitt ist ja wenigstens ehrlich. Der sagt, der Staat muss zwischen Freund und Feind unterscheiden und Feinde, die müssen halt weg, ausgeschieden werden. Also Feinde dieses Staatssystems, so wie es halt funktioniert. Also deswegen war Carl Schmitt auch im Dritten Reich für die Unterdrückung jedweder Opposition gegen Faschismus. In der Weimarer Republik war er lustigerweise für das Verbot von KPD und NSDAP. Also. Jetzt muss ich mal eine ganz, ganz freche Frage stellen. Wenn wir doch alles rausschmeißen wollen, was halt nicht dem linken, linkswoken Spektrum entsteht,
Ist das dann nicht genauso Rassismus und rechts, wie wenn ich jetzt sage, ich schmeiß einfach alle Ausländer raus, egal ob die deutschen Pass haben oder nicht? Wie gesagt, das ist ein Karl Schmidtsches Ja, Politikverständnis. das Und die ist. Woken, die haben das ja umgedreht. Die sagen ja, wir haben hier, also dieses zwischen Freund und Feind unterscheiden, das machen Rechte ja auch. Also als erstes in Deutschland in die KZs gekommen sind ja nicht irgendwelche identitär definierten Gruppen, sondern die Kommunisten. Das waren die allerersten, die wurden schon vor den letzten Reichstagswahlen, wurden die ins KZ gesteckt, damit die KPD auch ja nicht mehr von Bedrohung ist. Deswegen hatten auch ein Großteil des Mainstreams dann die NSDAP unterstützt und ein Ja. Ermächtigungsgesetz durchgesetzt. Das war ganz Europa das Verkaufsargument des Faschismus. Wir vernichten den Kommunismus. Also Ja. das, ja. Ja, das war ja mehr als so scherzhafte Frage gemeint. Ja, Weil im du Prinzip, hast recht, das du hast Lustige ist, recht. dass die Wokies, Du hast ja, recht. ja, aber das war halt, ich hätte es nicht gefragt, hätte ich nicht gewusst, dass ich recht habe. Ne? Das Ding ist halt, dass diese Wokies diese Doppelmoral an den Tag legen und bei sich alles okay finden, dieselben Prozesse bei anderen aber schlecht finden. Nimm als Beispiel zum Beispiel das Aktuellste mit KuchenTV, dass er gecancelt wurde mit seinem Auftritt, was er heute im YouTube hochgeladen hat. Ja, wo ihm Sachen von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 7 Jahren und was weiß ich nicht vorgehalten wird. Ne, Hauptsache, er tritt dort nicht auf. Wenn du das gleiche aber mit einem ne Dekadent machst und sagst, hier, der hat das böse N-Wort getroppt vor so und so 4 Jahren, dann ist das eine andere Sache, ne? Weil ein KuchenTV, der kann sich nicht ändern, aber ein Dekadent schon. Ne, Ja, oder? aber das ist tatsächlich so eine tribale Moral. Also wie gesagt, das ist eine Freund-Feind-Unterscheidung. Es geht nicht darum, was man sagt, sondern ob man Freund oder Feind ist. Gewissermaßen hast du das in der Politik immer. Und jetzt ist die Frage, in welchen Rahmen packen wir das rein? Was für einen Konsens versuchen wir zu finden? Also jetzt überspitzt gesagt, schneiden wir dem Gegner die Kehle durch oder versuchen wir, um das andere Extrem zu nehmen, mit ihm auf Augenhöhe in einen Diskurs zu gehen. Aber dass du halt Verbündete und Gegner hast, das ist Politik. Das Also wirst du immer haben. ich würde was anderes vorschlagen. Ich würde vorschlagen, wir werden alle zusammengesperrt und in Zweimal-Teams zusammengebunden. Bauch an Bauch. Dann sind wir auf Kooperation angewiesen, ja. Nee, aber ich meine nur, also dass du verschiedene Lager hast, du hast ja verschiedene gesellschaftliche Interessen einfach. Also Immer, immer. das lässt sich gar nicht vermeiden, dass sich da gewisse politische Gruppen bilden. Aber jetzt ist die Frage, in welchen Rahmen setzen wir das? Und wie gesagt, die Anerkennung demokratischer Standards beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn eine Ist Seite richtig. sagt, alle, die nicht unserer Meinung sind, die sind Antisemiten, Transfeinde, Rechtsradikale und die sollten am besten gar nicht mehr im Diskurs teilnehmen. Die sollten bestenfalls von YouTube gesperrt werden und schlimmstenfalls, wenn die sich nicht richtig sperren lassen, ja, dann halt ins Gefängnis gesteckt oder abgeschoben werden. Also Martin Sellner hat ja auch gerade Einreiseverbot bekommen. Auch das finde ich hochproblematisch. Das ist ein EU-Bürger. Natürlich sollte der einreisen dürfen. Selbstverständlich. Natürlich ist das, was er ablässt, unterste Schublade. Aber bloß weil er das ablässt, heißt es jetzt nicht, dass er deshalb nicht einreisen darf. Wenn jetzt da irgendwas von dem, was er äußert, irgendwie, ich sag mal so, rechtlich relevant ist, wenn das rechtlich relevant sein sollte, dann bringt es zur Anzeige, lasst die Gerichte sich drum kümmern und ihn verknacken dafür. So, aber ihm jetzt einfach nur per se ein Einreiseverbot zu verschaffen, das macht dich doch selber als Regierung nur unglaubwürdiger. Selbst Das das gibt. empfinde. Naja, CDU. So, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Selbst das, ich finde es nicht gut, wie scharf die Gesetze gegen andere Meinungen sind. Also beispielsweise der Volksverhetzungsparagraf, der wurde ursprünglich von Bismarck eingeführt, um gegen die Arbeiterbewegung vorzugehen. Und der ist so allgemein auslegbar, dass ich finde, den könnte man von mir aus entweder abmildern oder ganz abschaffen. Oder auch dieser Paragraph Aufruf zu Straftaten, der wird auf außenpolitische Akte anderer Nationen projiziert. Das heißt, es hat letztens ein Politiker geschrieben, bei den Krim-Wahlen ging alles mit rechten Dingen, so ungefähr in der Richtung irgendwas. Und also ich, keine Ahnung, ich war nicht auf der Krim, ich habe mich auch mit diesen Wahlen nicht genauer beschäftigt. Brauchen wir jetzt inhaltlich gar nicht darauf eingehen, aber ich würde sagen, das ist eine zulässige Meinungsäußerung. Ein deutsches Gericht, beziehungsweise eine deutsche Staatsanwaltschaft hat jetzt erstmal gesagt, nee, 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 das ist strafbar hier. Du kriegst, ich weiß nicht, wie viele Tagessätze er genau gekriegt hat, hat auf jeden Fall Berufung eingelegt und jetzt läuft ein Gerichtsprozess. Oder Heinrich Bücker, deutscher Kommunist, hat gesagt, wir sollten uns mal angesichts der 27 Millionen toten Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg mal in die Lage Russlands versetzen, wenn da jetzt deutsche Waffen in unsere Richtung rollen.
Strafantrag. In die Lage Russlands versetzen heißt, man rechtfertigt den Angriffskrieg. Da habe ich schon gedacht. Ja, da gibt es so viele. Es gibt genauso wie die Abmachung, dass eigentlich der Amerikaner per NATO gar nicht weiter versucht, vorzurücken mit seinen Waffen. Ne? Und was ist denn auch über die Zeit gekommen? Die Waffen sind immer näher mit den Militärbasen immer weiter ran an Russland gerückt. Das ist so eine Tatsache, die kann man doch gar nicht von der Hand weisen. Wie gesagt, ich glaube, dafür wirst du jetzt noch nicht zur Verantwortung gezogen. Also du wirst zwar dann diffamiert, aber ich meine, das andere, was ich gerade gesagt hatte, das waren ja wirklich, dass dann die Staatsanwaltschaft dagegen vorgeht. Und das finde ich dann definitiv jenseits von allem, was wir hier haben sollten, weil das eine Einschränkung des Meinungskorridors ist, auf rechtlicher Basis, die es so nicht geben dürfte. Also wir müssen da unser Strafrecht definitiv entschärfen, also dass man solche Sachen nicht mehr verfolgen kann. Es ist richtig, worauf ich hinaus wollte, ist halt, weil ich genau, weil es genau schon mal um das Thema ging bei jemand anderes und ich gesagt habe, nein, du kannst gar nicht so per se sagen, ob der Russe jetzt der Böse war oder ob es der Amerikaner war. Na, für mich ist es immer so, dass jede Nation, die sich freiwillig an Krieg beteiligt, ist mit einer der Übeltäter, weil Krieg hilft niemandem. Krieg hilft immer nur denen, die Macht haben. Und die Macht nicht haben, die armen Bürger, die unten drunter sind, die müssen prinzipiell leiden. Ne, die nehmen daraus nichts Positives. Für die bringt das gar nichts. Ob jetzt ein Zelensky da was macht oder ein Putin da was macht, das ist denen im Endeffekt scheißegal. Die wollen einfach nur leben. Die wollen glücklich werden. Ja, ne, definitiv. So, und wenn du dort aber alles wegbombst, denn ihre ganze Zukunft nimmst dadurch. Ja, und dann noch nicht mal in der Lage bist, einzusehen, dass es da grundlegend alles schiefgelaufen ist und du dich zusammensetzen musst, um drüber zu sprechen, damit du die Kampfeinstellung so schnell wie möglich einstellen kannst, dann ist das definitiv der falsche Weg. Krieg, ja. Waffen, Zerstörung, Gewalt ist nie der Weg, um irgendwie einen Sieger zu finden und Frieden zu lösen, schaffen. Das funktioniert einfach nicht. Und schon gar nicht gegen den Russen. Also wenn es jetzt tatsächlich der Fall wäre, was ja manchmal erzählt wird, dass der andere gar nicht zu einem Frieden bereit wäre, also das berühmte Beispiel, was da immer gebracht wird, Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion. Also wenn du jetzt einen Gegner wie Nazi-Deutschland hast, der gar nicht verhandeln will, okay, ja, dann musst du einen Krieg weiterführen, wenn du nicht vernichtet werden willst. Aber in allen anderen Fällen, und die Ukraine ist so ein Beispiel, wo du halt verhandeln kannst, ist das Argument Schwachsinn. Vor allem im Zweiten Weltkrieg, das ist ja das Gute. Da hat die Sowjetunion andauernd versucht, mit Deutschland zu verhandeln. Also noch als deutsche Truppen tief auf sowjetischem Gebiet standen. 1941, 1943 sogar noch, als die Sowjetunion den Krieg de facto schon gewonnen hatte, aber möglichst schnell zu einem Frieden kommen wollte. Da hat sie Deutschland Verhandlungsangebote gemacht, die abgelehnt wurden. Das heißt, selbst dieses Argument könnte man nicht bringen, da der Westen, also wie gesagt, Russland mit Nazi-Deutschland zu vergleichen, ist sowieso absurd aus vielen anderen Gründen, aber Selbst Russland hat sich ja aktuell selbst gesagt, hier komm, wenn Zelensky sich an den Tisch setzt und wieder mit uns verhandelt, dann gehen wir in die Verhandlungen. Ja, das ist ja der springende Punkt. Russland will ja Verhandlungen. Die Verhandlungen nicht wollen, sind unter anderem die Ukraine. Ja, aber das ist auch auf westlichen Druck hin entstanden. Also die Ukraine war ja 2022 zu einem Verhandlungsfrieden bereit. Sie hat ja gesagt, okay, wir sind neutral, wir demilitarisieren uns. Und dafür ziehen die Russen sich hinter die Linien des 24. Februar zurück. Russland hatte das Angebot vorgelegt und die Ukraine hat es kurz vor Unterzeichnung abgelehnt, weil der Westen Druck gemacht hat. Offiziell hat man gesagt, die Russen begehen Kriegsverbrechen. Ja, sind Kriegsverbrechen nicht eher ein Grund, Frieden zu schließen? Also, wie gesagt, das Argument ergibt in sich auch keinen Sinn. Aber die Russen begehen Kriegsverbrechen, deswegen müssen wir jetzt weiterkämpfen. Und wo steht man jetzt? Jetzt wird man nur einen Frieden zu deutlich schlechteren Bedingungen kriegen. Ja, aber der Amerikaner macht doch gar nichts falsch. Der Amerikaner macht doch nur alles richtig. Der gute Amerikaner und der Westen, das ist doch die Weltpolizei. Die macht doch alles richtig. Die haben doch auch niemals Kriegsverbrechen begangen. Nee, das ist auch so eine Sache, ne? Die ich jedes Mal in Argumentationen höre. Ne? Wenn hier Russland mit Nazi-Deutschland verglichen wird, ne, das sind so böse Kriegstreiber, diese bösen Kriegsverbrecher, die sie getan haben, ne, da muss man gegen vorgehen. Und wenn du dann fragst, ja, und was war mit Amerika? Ihre Angriffskriege, die sie geführt haben, angeblich im Namen des Friedens, im Namen der Demokratie, die dort eingeführt werden sollte? Wo sich dann unter anderem rausgestellt hat, er war doch nicht ganz so stimmig. Ich kann es ja relativ einfach ein Beispiel zeigen. Saudi-Arabien führt im Jemen wirklich gerade einen brutalen Krieg, der fast 400.000 oder rund 400.000 Tote schon verursacht hat. Und die saudische Kriegstaktik ist, die Zivilbevölkerung auszuhungern, also eine Blockade über den Jemen zu verhängen, dann landwirtschaftliche Produktion und auch andere zivile Infrastruktur anzugreifen, systematisch zu zerstören, um den Jemen abhängig von Lebensmittelhilfen zu machen, die Saudi-Arabien da koordiniert und an seine eigenen mit ihm verbündeten Gruppen weiterleitet.
weil man halt militärisch nichts gegen die in weiten Teilen des Jemens herrschenden Houthi-Milizen machen kann. Die kontrollieren Gebiete im Jemen, wo 80% der Bevölkerung leben. Und wie gesagt, 400.000 Tote. Und ja, wie viele Zivilisten, also davon auch viele, viele Zivilisten im Ukraine-Krieg sind bisher 10.000 Zivilisten gestorben. Ungefähr wie viele Soldaten, das weiß man nicht. Da beide Seiten, also wahrscheinlich Hunderttausende. Also das kann man gar nicht genau schätzen. Aber wie gesagt, diese Katastrophe im Jemen, da sagt jetzt niemand, wir müssen was dagegen tun. Nein, da sagt man, wir liefern Waffen aus Saudi-Arabien, mhm. nach Saudi-Arabien. Macht Deutschland mittlerweile auch wieder. Das war nie ein Problem. Übrigens, da hat jemand im Chat geschrieben, Bund Stift lecker. Ihr stellt die falschen Fragen hier. Es ist nicht wichtig, ob das, was die USA macht, richtig oder falsch ist. Die Frage ist, ob es eine bessere Alternative gibt. Na, worüber reden wir denn gerade? Wir sagen beide, die Verhandlung ist der richtige Weg. Ja, ne? Ja. Und dass man nicht den Russen vorwerfen kann, zu handeln, wie sie handeln. Weil die sind nicht ein Scheißdreck besser als die USA. Es aber prinzipiell als linker Talking Point der Wokies gebracht wird, dass die USA doch viel, viel besser sind und die setzen sich fürs Recht ein und dergleichen. Da wird eine ganz klare, wieder, was der Agitator vor uns schon gesagt hat, eine Freund-Feind-Erkennung gemacht. Der Russe wird als Feind stilisiert, der Amerikaner als großer Heilsbringer, ne? Und dann hast du dein Feindbild und da musst du drauf einschlagen. Ja, diese Moralisierung an sich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ist innenpolitisch erst recht ein Problem, aber auch außenpolitisch. Wenn du sagst, die Russen sind der Feind, die vertreten andere Werte, die kämpfen gegen Demokratie, also was in der Ukraine jetzt Demokratie sein soll, wenn die Regierung dort massenweise Parteien verbietet, Oppositionelle verfolgt und sich damit rühmt, Anschläge auf im Ausland lebende Politiker begangen zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Demokratie ist, für die jetzt 100.000 Menschen sterben müssen. Aber lassen wir das mal außen vor. Wenn man sagt, die Russen kämpfen gegen Demokratie, wir kämpfen für Demokratie. Über Werte kannst du nicht verhandeln. Du kannst über Interessen verhandeln. Aber wenn du sagst, die stehen für das Böse, wir stehen für das Gute, dann kannst du keinen Frieden machen. Also den kannst du nur hinkriegen, wenn du zu Kompromissen bereit bist. Ja, wo wir wieder beim normalen Diskurs sind, Sachen miteinander auszutauschen und versuchen, einen Mittelweg zu finden, der uns allen hilft. Ja. Vor allem Russland, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, hat 4 Friedensbedingungen gestellt. Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entmilitarisierung, Denazifizierung. Wir haben in den Friedensgesprächen 2022 gesehen, dass ja Denazifizierung, also das ist sehr dehnbar, der Begriff. Das kann jetzt heißen, dass die Azov-Milizen weiter zum ukrainischen Militär gehören und einfach ihre Hakenkreuzflaggen einpacken beispielsweise. Also das ist ein Punkt, da kann man sich relativ schnell einigen, weil der so allgemein formuliert ist. Demilitarisierung heißt erstmal, dass der Westen kein Militärgerät mehr in die Ukraine liefert, dass man sich auf Abkommen zur Abrüstung, die sich auch über Jahrzehnte erstrecken können, einigt. Also die Ukraine gibt jetzt sofort all ihre Waffen an Russland ab und hofft dann, dass Russland nicht weitergeht, sondern Sicherheitsgarantien für beide Seiten. Das heißt Demilitarisierung. Die 2 Forderungen, die umstritten sind, also wo man sich wirklich nicht einigen kann aktuell, das sind Neutralität, wie gesagt, das hatte die Ukraine letztes Mal auf westlichen Druck hin abgelehnt, und Anerkennung der territorialen Realitäten. Denn die Russen haben auf diesen Verhandlungsunwillen eben so reagiert, dass sie ihre Forderungen nach oben geschraubt haben. Und jetzt muss man halt gucken, die Russen wollen 4 ostukrainische Oblasten annektieren. Große Teile dieser Oblasten halten sie besetzt und entweder man einigt sich da jetzt auf die aktuellen Frontverläufe oder es gibt keinen Frieden. Also ob man diese Gebiete noch irgendwann zu internationalen Zonen, zu was auch immer machen kann, das wird man dann in Verhandlungen sehen müssen. Aber aktuell muss man wohl die territorialen Realitäten anerkennen, da man 2022 die Chance verpasst hat, ohne Annexion diesen Krieg zu beenden. Ja. Also das ist aber so viel abgeschweift. Ja, weil das ist wichtig bei diesem Thema zu verstehen, dass eben Verhandlungen möglich sind, dass Russland nicht sagt, wir wollen die Ukraine vernichten. Mag sein, dass das ein Maximalziel ist, was der Kreml Propaganda redet. Das meinte ich gar nicht. Ja. Wir haben am Anfang über die Wokies gesprochen, wie sich Neitan selbst lächerlich gemacht hat, und jetzt sind wir bei Außenpolitik zwischen USA und Russland gelandet. Sorry, das ist eins meiner Hauptthemen. Ich beschäftige mich eigentlich mit Wirtschaftspolitik und Außenpolitik. Und wenn ich da beim Leitern mit Talk mit angefangen habe, um jetzt wieder darauf zu rekurrieren, wird mir auch sonst gesagt, dass ich total viel abschweife. Aber diesmal hast du, glaube ich, angefangen. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich wollte ja das auch so teilweise mit einbringen, weil das ja auch so Sachen sind,
die von dieser Pseudo-Vogue-Bubble immer gerne gebracht wird. Genauso wie, wenn es da Leute gibt, die schreien Free Palästina, ne, und dann vielleicht ganz bunte Vögel sind, und wenn sie dann am Ende dort vor Ort vielleicht wären, die ersten wären, die in den Knast gesteckt werden würden. Ne? Wo ich sage, welcher Seite jetzt? Also, großer Teil Palästinas ist ja von Israel besetzt gerade. Also. Ja, ich rede, und das Free Palästina bezieht sich ja nicht auf die Israelis, also nicht auf die Juden. Nee, ich meine das Westjordanland, das ist ja gerade unter israelischer Besatzung. Also das seit 1967 schon. Das heißt, da kannst du willkürlich in den Knast gesteckt werden, aber eben nicht von Palästinensern, sondern von der israelischen Armee. Es ist ein anderer Konflikt. Ja, mir geht es halt nur darum, dass das allgemein da unten nicht viel rund läuft. Ne, und sich da unbedingt auf eine Seite zu stellen, dass das macht genauso wenig Sinn wie bei Ukraine oder Russland. Auch da unten müssen Verhandlungsgespräche her, da unten muss gesprochen werden, da muss versucht werden, die Lösung ohne Gewalt umzusetzen, sodass alle da ein faires Zusammenspiel miteinander haben. Ja, ja, der Witz an der Sache ist, dass die Leute, die Kleinbürger, die unten leben, da leben schon seit Jahrzehnten dort Juden mit Moslems zusammen, und die schlagen sich nicht den Kopf ein. Das sind beste Freunde, die haben kein Problem miteinander. Bloß weil die Machthaber, die oben sitzen, Machtansprüche haben oder irgendwie ihre Machtfantasien ausreizen wollen, kommen die Konflikte zustande, wodurch die armen Bürger, die unten leben, sich miteinander verstehen, dementsprechend leiden müssen. Genauso ist das auch, muss man dummerweise sagen, in der Ukraine. Da gab es genug Leute in der Ukraine, die sich mal zu Russland zugehörig geführt haben, ne, genau wie umgedreht. Ne, die kamen alle miteinander klar. Und wer schlägt sich die Köpfe ein, die oben sitzen? Ja. Absolut, absolut. Und es gab ja Regierungen, die versucht haben, die Ukraine zusammenzuhalten und Politik für beide Volksgruppen zu machen. Es wurden von außen, sowohl vom Russland als auch vom Westen, wurden die nationalistischen Kräfte von Russland, die prorussischen, vom Westen diese sehr stark nationalistischen Kräfte in der Westukraine immer mehr gestärkt, um die Leute da gegeneinander aufzuhetzen. Und dann hatte man 2014 halt diese Entscheidung, also mit dem Putsch, der da passiert ist. Pro-westliche Kräfte sich ja da illegalerweise an die Macht gesetzt haben, und dadurch ist dieses Land dadurch ist das Land dann zerbrochen. Und da hätte man 2014 spätestens als Europa sagen müssen, nein, das tut jetzt ein Bürgerkrieg, wir müssen endlich zu einem neuen Modus vivendi kommen, sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine, und letztendlich kann das nur ein neutraler Pufferstaat werden. Also wir können hier nicht die Ukraine versuchen, nach Westeuropa zu ziehen. Wenn wir das machen, dann bricht dieses Land auseinander. Was hat man gemacht? Hat gesagt, Ukrainer kommt her, ja, wir investieren gerne bei euch, aber so wirtschaftlich helfen wollen wir uns nicht. Die Ukraine war ja auch eine wirtschaftliche Katastrophe nach 2014. Da hat eine Rieseninflation, im wirtschaftlichen Land hatte ich mich am meisten beschäftigt. Also wenn du dir da die Leitzinsen anguckst, das sind Investitionsbedingungen, da will kein Unternehmen investieren. Also die Ukrainer, die waren billige Arbeitskräfte, die Ukraine hatte große landwirtschaftliche Flächen, da konnten sich dann Kargel und Co., also westliche Agrarkonzerne, einkaufen. Und die Ukraine hatten ein paar Rohstoffe, auch nicht viele, aber die guten Sachen, die nimmt man sich, und dass die Ukraine ausblutet und wirtschaftlich immer mehr verkümmert, erst recht durch das Abschneiden vom billigen russischen Rohstoffen, auf die sie vorher noch Verfügung hatten, das war uns egal. Und plötzlich sind alle solidarisch mit der Ukraine, wo dann dieser Krieg plötzlich angefangen hat. Also das war auch die größte Heuchelei. Ich selbst bin ja jetzt nicht so wirtschaftlich bewandert wie du, bei weitem nicht. Ich bin da eher voll Dulli unterwegs. Aber selbst ich als normal gebildeter Bürger, der jetzt nicht unbedingt, sorry für das generische Maskulin, Neitan, für dich als Frau, die jetzt nicht einen akademischen Grad hat, selbst für mich war klar, dass ein Russland zu sanktionieren zum Beispiel uns keine Vorteile bringt. Das wird uns in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Auf die Idee zu kommen, und da kann ich nämlich gleich wieder zu den Wokis zurückschwenken, Russland unter Druck zu setzen, von uns wirtschaftlicher Seite aus, macht genauso wenig Sinn zu sagen, wie dass wir als Wokis auf die Straße gehen, uns festkleben und damit schaffen, den Klimawandel zu beenden oder was dagegen zu tun. Als ob sich die Welt den Arsch drüber interessiert, was in Deutschland passiert, die lachen sich darüber kaputt. Als ob du, wenn du jetzt irgendwelche Maßnahmen in Deutschland erreichst, durch irgendwelche Krawallaktionen, dass sich da im Prinzip der Amerikaner, Russe, der Inder oder der Chinese hinstellen und sagen, oh ja, die machen das richtig, wir machen das jetzt auch. Die zeigen dir einen Vogel und sagen, mach deinen Scheiß ruhig weiter, wir lachen uns kaputt, unsere Wirtschaft boomt und deine geht kaputt.
Ja, genau, das ist passiert. China und Indien waren dann froh, dass sie die günstigen russischen Rohstoffe dann noch günstiger bekommen haben. Genau. Und die Pipelines, die werden jetzt gebaut nach Zentralasien, nach China. Das dauert zwar ein bisschen, aber dann geht das billige Erdgas nicht mehr zu uns. Also wir könnten es immer noch anders haben. Also Ja, doch. je länger wir warten, desto schlimmer wird das. Ich meine, Nord Stream, drei Stränge sind kaputt, einer funktioniert noch, den könnten wir sofort aufmachen, die anderen drei könnten wir reparieren. Würde wohl ein Jahr dauern oder so, aber dann hätten wir wieder günstiges Erdgas und allein die Erwartung auf günstiges Erdgas lässt ja die langfristigen Preise deutlich, deutlich sinken. Also das ginge noch. Noch könnten wir umsteuern, aber jedes Jahr wird es kostspieliger und jedes Jahr ist der Schaden größer, der angerichtet wurde. Die Produktion unserer energieintensiven Industrie ist ungefähr 20% zurückgegangen in den letzten 2 Jahren. Ja, es ist doch schon schlimm. Habeck hat doch schon klargestellt, es geht keiner insolvent. Hör nur auf zu arbeiten. Ich komme ja so, um mal ein bisschen was von mir zu sagen. Ich komme ja mehr so aus dem Elektrofachbereich. Ich bin original gelernt Industriemechatronikerin. Habe jetzt dazu dann noch mein SPS-Facharbeiter gemacht und bin gerade dabei noch im Bereich IT. Programmierung, also im Bereich Anwendungsentwicklung, mich noch weiterzubilden. So, und für mich das schönste Argument gegen Atomstrom war damals, ich glaube, von Katrin Göring-Eckardt war das, Atomstrom verstopft die Leitungen. So funktioniert Elektrizität. Ja, es hat nichts mit Schwingungen zu tun. Ne, bei Wechselstrom, ne, das hat nichts damit zu tun, dass da Elektronen in Schwingung gesetzt werden. Nein, da läuft was durch die Leitung durch und Atomstrom verstopft dann halt die Leitung. Kann sich vorstellen, wie eine Wasserleitung wahrscheinlich. Ja, so stellen die sich das vor. Das ist ja, es ist ja, ich sag mal so, es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, bei dem Gleichstromsystem sich das wie Wasser vorzustellen. Das macht es ja halt einfacher zu begreifen, wie Strom funktioniert. Naja, das ist auch Leuten, denen ich versucht habe, im Bereich Elektrotechnik ein bisschen was beizubringen, weil ich hatte ja auch mit Auszubildenden zu tun gehabt und dergleichen und habe da unter anderem so Elektrogrundkurse gegeben. Naja, Aber dass Atomstrom ist ja sogar. physikalisch nicht anders als normaler Strom. Eben. Atomstrom ist im Endeffekt auch nur Wechselstrom, also besser gesagt, Strom, der zu Wechselstrom gemacht wird und auf unsere Netzstärke eingestellt wird und dann ins Netz eingespeist. Naja, ist ja nichts anderes. Ja, mir ging es halt nur darum, man kann das Wasser nehmen als Beispiel, dann musst du es aber auch beziehen auf Gleichstrom. Das funktioniert halt im Wechselstrom nicht. Im Gleichstrom kannst du das halt benutzen, um dir begreiflich zu machen, wie Strom funktioniert. So, und wenn du es dann einmal begriffen hast und dann den Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom kennst, löst sich das Problem sowieso auf, weil dann weißt du, das hat nichts mehr mit Wasser zu tun. So, dann so einen dummen Spruch zu bringen, das siehst du halt, dass da eine Person saß, die von nichts eine Ahnung hat. Ja, ich glaube auch nicht, dass der das irgendwer geschrieben hat. Die wusste wahrscheinlich gerade nicht, was für ein Argument soll ich bringen. Und dann kommt halt sowas. Atomstrom verstopft unsere Leitung. Das ist so dumm. Ach Gott. Tja. Aber das sind halt so die Politiker, die unserem Leitern halt sehr gut gefallen. Ne? Das sind unsere top-grünen Politiker, die halt mit Wissen auffahren, die halt genau belesen sind, die genau wissen, was gesagt werden muss. Wo dann halt auch diese gute Tessa Ganser mit dazu zählt, die ja genauso belesen und basiert ist. Ja, wie Nee. gesagt, ich hatte Tessa Ganserer überhaupt nur wegen dieser Geschichte mit Beatrix von Storch mitbekommen. Und da fand ich das auch ein bisschen komisch, wie darüber berichtet wurde dann. Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, das, was die Beatrix von Storch gesagt hat, war faktisch nicht falsch. Es war faktisch richtig. Es war So, unhöflich. ja, es war unhöflich, aber sind da nicht viele sehr unhöflich gegenseitig gegenüber? Ja, deswegen, das ist jetzt nichts vor Ja, es diesem ist. Skandalniveau. Und dass dann, also der Bundestagspräsident, der soll ja wirklich nur, wenn wirklich jede Regel des Diskurses verletzt ist, wenn du beispielsweise sagst, wir sollten Bevölkerungsteile jetzt aus Deutschland entfernen oder bestimmte Bevölkerungsteile sind weniger wert als andere oder wirklich üble Beleidigungen oder wir wollen irgendwie hier die Demokratie einschränken oder die Abgeordneten sollen hier nicht, also wenn du wirklich, wirklich Sachen gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sagst, dann sollte der Bundestagspräsident einschreiten oder wenn du wirklich unter aller Sau sagst, aber dass dann diese Bundestagsvizepräsidentin so eine Rede gehalten hat, also so
das war moralisch ganz, ganz falsch, was die Beatrix von Storch da gesagt hat. Das war transfeindlich, das war bla. Das war, Tessa ist eine wunderbare Frau. Also so richtig emotionalisierend auch. Ein Moment, Dann. ich möchte hier nochmal sagen, Tessa Ganserer ist keine Frau. Punkt. Diese Person hat keine Geschlechtsdysphorie. Fickt euch, ihr Wokies. Die ist keine richtige Transfrau. Jetzt wirst du gecancelt. Oder bist du Also, ja, wahrscheinlich schon. bin ich doch sowieso. Rat mal, warum ich meine Community entscheiden lasse, und hab, ob ich mich Lexi Mords nenne oder Wollte Lexi. Ne, weil von Wollte Mords, ich bin halt. Ich Das hat sie mache letztens im halt. Stream erklärt, da war ich dabei, ja. Ne, ich bin halt die Wiedergeburt von Voldemort, habe halt festgestellt, ja, zwischen böse sein, Nasenlänge und Penislänge gibt es einen Zusammenhang. Und deshalb mache ich die Transition, um halt meine geschlechtsangleichende Maßnahme durchzuführen, damit halt meine Nase nicht mehr abfällt und ich trotzdem so extrem böse werden kann. Bäm. So ein Ding ist das. Ich hatte ja gesagt, als ich Nathans Gespräch angeboten hatte, das hatte ich vorhin gar nicht mehr weitererzählt. Da hatte ich ja, wie gesagt, zuerst auf Twitter geschrieben, dann in seinem Chat geschrieben, dann Tilted Frost was gegen mich gesagt, hatte ich halt, wie gesagt, hatte ich ihn halt kritisiert, und dann wurde ich instant gesperrt, also keine Was für ein Diskussion. Dann, Zufall. ja, dann habe ich auf Twitter gepostet, ich wurde in Nathans Chat gesperrt, nachdem ich ihm ein Gespräch angeboten habe. Ohne das zu werten, ohne da irgendwas, ohne mich aufzuregen. Und dann halt dann so, kein Grund, sich gleich einzuscheißen, ich rede ja. Also Ja, schrieb wieder. das ist ja auch so lustig, ne? Keiner spricht immer von Einscheißen. Außer den Wokies, wie wir kritisieren, natürlich also ich besonders, ich bringe ganz besonders gerne dumme Sprüche, ne? Weil ich mache mich halt über diese ganze Situation einfach lustig, weil du kannst nichts anderes machen, als dieses ganze dämliche System einfach mit Humor zu nehmen. Ja, und da kommen von mir auch böse Sprüche, wie zum Beispiel auch, wo ich versuche, mich noch gepflegt auszudrücken, zu sagen, ja, ihr seid kognitiv halt nicht auf der Höhe oder ihr habt halt eine kognitive Dysfunktion oder. Bei euch fehlt es an kognitiver Leistung, da gewisse Gedankensprünge zu machen. Ne? Klar gehe ich da auch gern mal unter die Gürtellinie. Das ist mir vollkommen Wurst. Aber erlebst du es denn von den anderen? Nein, da kommt immer nur eingestuhlt, eindefikiert, brauchst eine Windel, was weiß ich nicht alles. Ne? Und versuchen noch nicht mal argumentativ auf deine Argumente einzugehen, die du vorher gebracht hast, bevor du sie beleidigt hast. Ja, Ne, ich ja. denke mir halt, ich bringe erst meine Argumente und dann beleidige ich die Wichser. Ne? So bin ich halt. Ja, ich habe ja Nathan auch gesagt, entweder du bist nicht in der Lage, es zu verstehen, oder du unterstellst mir hier absichtlich etwas, was ich nie gesagt habe. Und ja, ich gehe davon aus, dass er das absichtlich macht. Er hat ja auch, oh Gott, war das bei Dara? Da hat der Dara so ein Video von About a Fruit zugeschickt, wo er absichtlich das so geschnitten hätte. Als würde About a Fruit irgendwie Pädophilie in die Nähe von Transpersonen rücken. Und Pass auf, der Punkt übrigens, kam von Seth Van Dome. Also er hat auf den Wokey reagiert, der das so gebracht hatte, ohne dass er das vorher irgendwie gesagt hatte. weißt du was das Thema mit der Pädophilie ist, was die immer wieder anbringen? Das hat nichts mit Transpersonen zu tun. Und zwar gibt es in der LGBTQ eine Vereinigung, die nennt sich MAP, Minor Attractive Persons. Das sind Pädophile, die versuchen da reinzukommen in die LGBTQ. Die haben schon ihre eigene LGBTQ-Fahne. Die versuchen, ein Teil des LGBTQ-Kanons zu werden. Und es gibt halt Menschen, wie zum Beispiel, ich glaube, den Kircho und Dara waren das. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das von denen war. Den Kircho hat jedenfalls definitiv Liebe mit Geschwistern gut geheißen. Ne? Also, Das ist laut ja. Judith Butler der Kern unserer gesamten falschen Sexualmoral, das Inzestverbot. Ja, so und jedenfalls meinten die wohl, dass man auch halt Verständnis haben muss für Pädophile. Ich sage ganz ehrlich, ich brauche nur dann Verständnis für Pädophilen, wenn er sagt, okay, ich habe ein Problem und ich gehe mich therapieren lassen. Ne, jemand, der denkt, dass Pädophilsein gut ist und dass man das ausleben sollte, für den habe ich kein Verständnis und werde ich auch niemals Verständnis haben. Punkt. Wir brauchen auch keinen pädophilen Visibilitätstag oder sowas. Nee, definitiv nicht. Ja, Also. daher stammt das Ganze, ne? Dass es halt Pädophile gibt, die versuchen, in die LGBTQ reinzukommen. Dass da Leute eventuell noch dabei sind, die sich da vielleicht als Transperson ausgeben. Wo wir dann wieder bei dem Thema sind, was ist eigentlich trans? Trans bist du, wenn du eine Geschlechtsdysphorie hast. Ne? Was ja von den Leuten komplett wieder
komplett weggenommen wird, was das Thema angeht, ist ja dann auch Folgendes. Wenn das Ganze zum identitären Aspekt nur noch hingeht, dass du über dich selbst entscheidest, ob du Mann oder Frau bist, würde das dann bedeuten, dass du Leidensdruck hast? Da würde ja verschwinden. Weil es ist ja nur ein soziales Konstrukt. Und du ja, über dich selbst entscheidest, ob du Mann oder Frau bist. Also letztendlich ist das Ziel ja, dieses Konstrukt Geschlecht komplett abzuschaffen. Also jetzt nicht vielleicht bei allen, aber wie gesagt, Judith Butler hat das ja ziemlich klar so geschrieben. Und Nathan hat ja, wie gesagt, das Biologische und die Rollenerwartung komplett vermischt und meinte, ja, wenn es gar keine Rollenerwartung mehr gibt. Aber dass Menschen eben auch ein bisschen von ihrer Biologie abhängig sind und es immer andere Rollenerwartungen, immer eine andere Rolle von Frauen in der Gesellschaft geben wird. Wie die dann aussieht, darüber kann man diskutieren. Aber dass es biologische Unterschiede gibt. Also wenn man das schon leugnet, dann will man ja Geschlecht als, also nicht nur als soziales Konstrukt, sondern da will man es komplett abschaffen. Ja, für die ist ja alles ein soziales Konstrukt. Hat ja eine Frau Löwen hat es schön gesagt, hat ja eine Lilly Schulte, eine Jill Pleasworth schön gesagt. Ja, auch, dass dieses soziale Konstrukt von Geschlecht durch die Kolonisationszeit verbreitet wurde. Also war es der böse Engländer. Schämt euch. Ja, und die bösen Niederländer, die haben das auch verbreitet. Schämt euch alle, ganz, ganz böse. Ihr habt das soziale Geschlecht durchgebracht. Durch euch haben die Leute gelernt, was Mann und Frau ist. Wie kommt das dann, dass in allen alten Religionstexten immer für Mann und Frau die Rede ist, die mir gerade einfallen? Frag das Frau Löwenherz, frag das eine Jill, please, frag das eine Finassi. Du wirst da keine Antwort drauf bekommen. Es ist aber deren Meinung nach so. Ja, sie sind ja auch der Meinung, wenn du jetzt als Person, ne, sagst, okay, du stirbst jetzt und du fandest aber Blumen zum Beispiel toll. Du möchtest bitte, dass dir Rosen mit ans Grab gelegt werden oder dass ein paar Rosen haltbar gemacht werden für die Zukunft, dass dann Rosen und Schmuck neben dir liegen, weil du das toll fandest. Dann ist das für die ein Indiz dafür, dass du trans warst. Weil du halt Sachen an dein Grab mit beigelegt bekommen hast, die nicht dein geschlechtsspezifisch zusammengehören. Ne? Da habe ich mal eine Frage. Wenn wenn in der Zeitung so Berichte über so Transfrauen aus der Bronzezeit liest oder so, dann ist das auch das zurückzuführen, was du da gerade gesagt hast? Ja, zum Beispiel. Ja, das kommt nicht von mir, das kommt von denen. Die sagen ja, das sind Bilder gezeichnet worden oder Grabbeilagen gefunden, die halt nicht den typischen den Typus Mann oder den Typus Frau entsprechen. Das muss eine Transperson gewesen sein. Das widerspricht sich ja auch ein bisschen selber, wenn du sagst, das ist alles nur sozial konstruiert und dann sagst, okay, in vergangenen Gesellschaften, da hatten die Leute also nicht solche sozialen Konstruktionen, wie wir sie heute haben. Sie hatten andere soziale Konstruktionen, aber wir fügen das jetzt in unsere heutige soziale Konstruktion, also wenn du jetzt alles in dieser Logik denkst, von Transpersonen ein und Eureka-Transpersonen gab es seit ein paar tausend Jahren. Also das weiß ich halt alles von vorne bis hinten. Es ist genauso wie, die haben ja auch dieses Video zum Beispiel von MyLab nicht verstanden. Ja, die bringen ja auch gerne MyLabs Video an als Beispiel, dass selbst eine Wissenschaftlerin sagt, dass es nicht das eine biologische Geschlecht gibt. Das ist Quatsch. Wenn du dir den ersten Teil des Videos anhörst, da geht es nur darum, dass es biologisches Geschlecht gibt. Ja, es gibt zwar Varianzen in deiner Genetik, das ist korrekt, aber trotzdem gibt es biologisch nur Mann und Frau. Es ist auch medizinisch wichtig. Ne? Also es gibt zwei große Aspekte in der Biologie, die halt dafür wichtig sind. Das ist die Medizin und das ist die Fortpflanzung. Ja, das sind deine großen biologischen Aspekte, warum es zwei Geschlechter gibt in der Biologie. Ja, um nichts anderes dreht sich da das Geschlecht. Wozu brauchst du sonst Geschlecht? Ne? Und dann vermischt sie halt ganz elegant, dann, nachdem sie das abgeklärt hat und gesagt, ja klar, da gibt es einen direkten Unterschied, vermischt sie das halt mit dem sozialen Konstrukt und sagt, dadurch wird alles schwerer und hast nicht gesehen. Und da ist dann der Fehler. Die vermischen halt prinzipiell immer das Biologische mit dem Sozialen. Das hat rein gar nichts miteinander zu tun. Und da bin ich wieder bei meiner Anfangsaussage, dass wenn ich jetzt unterwegs bin, mich jemand anspricht oder mich jemand daten will, der fragt doch nicht nach meinem genetischen Abgleich. Der will mich doch so als Person kennenlernen. Beziehungsweise du hast gerade gesagt, das hat gar nichts. Also ein bisschen was hat es ja schon miteinander zu tun. Die meisten Personen sind ja cis. Das ist auch so eine Einmischung, die damit gar nichts zu tun hat. Ne? Ich lehne auch dieses cis ab. Achso, also die meisten cis Personen empfinden sich nicht als ein anderes Geschlecht, sondern als das, was sie biologisch
Ja, selbstverständlich. Ja, so dieses Cis, pass auf, dieses Cis wird ja meistens immer in einem abwertenden Kontext benutzt. Ne? Deshalb mag ich dieses Cis nicht. Wenn du dir die Wokis anhörst, ne, da kommt ja meistens, nimm zum Beispiel Shurioka, weil wir vor uns bei der waren, woher weiß ich, dass du ein weißer Cis-Hetero-Mann bist? Ohne zu wissen, wie du aussiehst. Ne? Es wird prinzipiell bei solchen Sachen immer dieses Cis als abwehrende Aussage gebracht. Bei Transpersonen kannst du es nicht. Die stellst du dann als Token oder als internalisierte Transfeindlichkeit, ja, wahrscheinlich. Danke. Ja, aber das passt ja zu dieser Opferpyramide. Wir suchen uns, also wie gesagt, diese identitären Merkmale, und wenn du gar nicht zur Opfergruppe gehörst, dann hast du sogar schon mal sofort Unrecht, dann haben wir gleich schon mal ein moralisches Argument gegen dich. Ja. Und wenn du dazugehörst, ja, dann bist du doch irgendwie ein Feind, und dann behandeln die dich trotzdem so. Also, ja. Ich sag ja, diese böse Einteilung, die steht über dieser Opfergruppeneinteilung. Wenn du dann irgendwas gegen die Ideologie sagst, dann bist du trotzdem ein Feind, egal ob zu welcher Gruppe du gehörst. Genau so ist es. Ja, und das Ding ist halt, wie gesagt, das Biologische, das hat mit dem Sozialen nichts zu tun. Biologisch ist nur relevant für deine Fortpflanzung beziehungsweise für deine Medizin. Hm. Nur da ist es biologisch wirklich wichtig. Ne, wie du sozial dich jetzt darstellst, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du dich jetzt als Transperson identifizierst, weil du halt medizinischen Aspekt bekämpfen willst, der Geschlechtsdysphorie, ne, das ist vollkommen egal. Ne, deshalb wirst du ja trotzdem von dem Großteil der Gesellschaft immer noch als Frau wahrgenommen, wenn du dich als Frau bemühst, wie eine Frau auszusehen, um es mal so zu sagen. Beziehungsweise, wenn du dich bemühst, dich wie ein Mann darzustellen, dann wirst du halt auch von der Gesellschaft als Mann wahrgenommen. Ne, ich habe da zum Beispiel einen Transmann bei mir in meiner Community, der gute LOP. Dann habe ich noch ein paar andere Transfrauen, die sehen das alle 1:1 genauso wie ich. Ne, das sind halt nur wenige, die sich versuchen, so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu stellen, zu zeigen, hier, es gibt doch andere, die genauso denken wie du. Die meisten haben aber Angst davor, gecancelt zu werden oder angegriffen zu werden, in welcher Art und Weise auch immer, von diesen Wokies. Hm. Deshalb trauen sich die meisten auch da gar nichts zu sagen. Ja, ich hatte gerade jemanden in meinem Chat, der hat geschrieben, ihr sollt beiden sterben. Oh, bin ich schon gestorben, ich bin die Wiedergeburt von Voldemort. Ja, kaum hat man Gespräche gemacht, dann kommen solche Leute im Chat vorbei. Meine Mods waren noch nie so aktiv wie heute. Woran das wohl liegt? Ah. Wie kannst du auch nur mit mir bösen Personen reden? Meinst du, das liegt an dir und nicht an Neitern? Ich denke, das liegt erst an Neitern, und dann sprichst du noch mit einer ganz, ganz bösen Person wie mir, die ja eigentlich aus Twitch raus entfernt gehört. Ne? Wie gesagt, ein Seth Van Doom, eine Finesse, ja, ein Dekadenz, ein Neitan. Keiner von denen versucht irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit mir in Diskurs zu gehen. Ne? Bei Seth Van Doom, also Mobsende, war ich gesperrt, bevor ich da war. Bei Dekadent war ich gesperrt, bevor ich jemals bei denen war. Das gleiche ist bei Finesse am Anfang gar nicht. Nachdem ich bei Dekadent gesperrt wurde, bin ich dann aber automatisch bei Finesse gesperrt worden. Ja, wie gesagt, du musst dir mal ein Gesprächsangebot machen. Das ist eine totale Shitshow. Die werden das nach einem riesigen Lamentieren entweder so widerwillig annehmen wie halt dann bei mir oder es versucht zu ignorieren, obwohl du ja quasi vor ihrer Nase bist, was auch lustig ist. Das ist wirklich die losteste Diskurs und Wegs Bubble, die ich auf Twitch kenne. Wie gesagt, lustig, den Gesprächsangebote zu machen, weil sie nicht mal vernünftig können ja sagen, nein, wir halten es für strategisch falsch oder für moralisch falsch, du bist ja böse, du musst ja gecancelt werden, also, überhaupt mit dir zu reden. Das kannst du ja auch sagen. Das trauen sie sich ja nicht. Ja, sollen sie machen. Wie gesagt, bestes Beispiel ist halt, ich war mit Imbill im Gespräch, ne? Und der Talk ging knapp 3 Stunden. Das haben so viele Leute gesehen, die können mir nicht erzählen, dass die den Talk nicht gesehen haben. Ich bin ja mit ihm sogar durchgegangen, bei wem ich überall gesperrt bin. Ne? Und ist doch klar, dass das auf einen Imp zu reagieren, während er gerade mit einer Transperson redet, die halt der Bubble widerspricht, das ist nicht gut. Macht er dann irgendwas anderes, darauf können wir dann wieder reagieren. Ne? Das ist ja direkt gewollt, dass du bestimmte Personen komplett rausnimmst aus dem Diskurs, die sich halt wehren können. Da sind wir wieder bei der These, sobald du dich wehren kannst, wirst du rausgenommen. Sobald du aber eins ihrer Feindbilder entsprichst, können sie dich halt mit ihrem Ad hominem angreifen, dir Sachen vorwerfen, die du nicht gemacht hast, wie zum Beispiel dir Forms,
Ne, und dir dann unterstellen, ja, das war eine absolute Blamage von dir, du hast den Diskurs verloren und Neidhan hat gewonnen. So wird sich Neidhan nachher hinstellen. Der wird sich dann als bösen rechten Transfeind hinstellen, mit dem es keinen Sinn macht zu sprechen, weil du ja gar nicht diskursfähig bist und dir gar nicht anhören kannst, was er dir sagt und wie er versucht, dich aufzuklären. Ja, ich habe gerade noch mal auf Twitter geguckt. Ich glaube, dass mit diesem Diskurs kontrollieren, das wird nicht so gut klappen, weil ich auch knapp, also 900 Zuschauer hatte und das Gespräch gleich auf YouTube geladen habe. Da haben sie jetzt auch noch mal über 300 Leute gesehen. Also ich glaube, das wird nicht so ein Erfolg. Das Problem ist, er braucht es ja nur in seiner Bubble kontrollieren. Und da kontrolliert, da funktioniert das. Ja, das sind ja alles nur Sperrlutscher, die sich alle gegenseitig den Sperr polieren, um sich selbst Legitimation zu verleihen. Deshalb raiden die sich auch nur gegenseitig, deshalb bestätigen die sich nur gegenseitig, weil es darf halt nur eine Meinung geben. Wenn du kritisch da rangehst, wirst du niedergemacht und versucht niederzuklöppeln. Das Ding ist halt, diese Leute können gerne zu mir kommen. Ich lade sie gerne ein, zu mir in den Stream reinzukommen. Ich verspreche euch aber Folgendes. Ich bin untrollbar, ihr könnt mich nicht trollen. Weil egal, was ihr mir vorwerft, ich nehme das und mache mich drüber lustig. Nennt mich ein Fascho. Ich lache drüber und sage, ja, ich bin der größte Fascho ever. Müssen wir mit dem Rechten debattieren. Also wie gesagt, ich wollte ja auf diese Vorwürfe schon ein bisschen reagieren, aber die müssten mal, keine Ahnung, nur einladen und dann sagen, du bist ein Rechtspopulist. Der würde sagen, ja, bin ich. Was ist halt nicht falsch. Nimm zum Beispiel die Aussage, zum Beispiel, ich wäre ein rechter Token. Da sage ich, weißt du was? Ja, so ist es. Ich bin so ein ekelhafter rechter Token. Ich habe so viel ekelhafte Eigenhass in mir, dass ich den halt prinzipiell auf andere Transpersonen richte. Deshalb rufe ich jeden Morgen Leute an, die ich kenne, wie zum Beispiel Lucy. Ich rede mit einem Hank, ich rede mit einem Arnie. Ne, mit dem rede ich dann immer, lass mir erstmal meine Existenz absprechen und dann kläre ich mit den Leuten ab, welche Person ich mir heute vornehme und wessen Existenz ich jetzt als nächstes abspreche. Ne, ich mache mich halt darüber lustig, weil es so absurd ist. Ja. So, war schön mit dir zu reden. Hat mir auch gut gefallen. War schön. Ich wünsche dir und dem Chat noch einen schönen Abend. Streamst du gleich noch weiter? Nee, ich werde mich jetzt ins Bett legen, weil wir morgen früh aufstehen, mich fertig machen und die Kleine in die Schule bringen. Ach so, gut.